Bonjour, der Dennis hier. Heute mal wieder Stellplatzvorstellung und ich würde sagen, wir starten mal direkt. So, und zwar sind wir auf dem Bio-Ferienhof Lorelei. Das ist der Hof von der Familie Pabst. Und hier sieht man schon direkt das Schild zum Stellplatz. Hier dürfen, wie bei mir üblich, auch Wohnwagen stehen. Das ist ein schöner Stellplatz. War unbefestigt, aber der Hof hatte noch mehr zu bieten als nur einen Stellplatz. Hier gibt es dann noch die Möglichkeit, Ferienhütte zu mieten für die ganze Familie. Ich glaube, da hat sie 2, 4, meine ich. Sind ganz süß, die Hütte. Vielleicht haben wir die Chance, die noch ein bisschen zu filmen, zumindest mal von außen. Weil ich habe vorhin schon gesehen, die sind alle gut belegt. Auf dem Stellplatz werde ich werde noch mal kurz drüber schwenken. Weil da ist auch relativ voll, also er war schon voller, aber es ist schon gut was los. Ich gehe jetzt hier den Weg lang, damit ihr seht, was auf euch zukommt. Also ich bin das erste Mal hier angekommen. Es war ziemlich spät abends, noch was dunkel. Aber selbst das hat geklappt. Im Prinzip müsst ihr immer nur den Schilder folgen. Kriegt jeder hier, denke ich. So, hier geht es dann runter. Wie gesagt, das ist ein bisschen abschüssig, das sieht man auf der Kamera nicht so. Bisschen abschüssig hier rechts. Die Pferde. Hat sie auch ein paar. Schafe hat sie jede Menge. Ich glaube, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wir sind in St. Goa bzw. in der Nähe von St. Goa. St. Goa ist 2 Kilometer in die Richtung. Schöne Stadt, schöne Gegend. Super zum Wandern. Ich schwenke mal rum. Sieht man vielleicht. Super Gegend. Hier sind wir dann auf dem Hof. Den Link zu dem Hof, den packe ich euch irgendwo da unten rein. Infobox oder so, aber je nachdem. Ja. Also ihr kommt hier an. Dann könnt ihr hier links erstmal euer Gefährt hinstellen. Wie gesagt, Wohnmobil, Wohnwagen ist erstmal Wurst. Entweder meldet ihr euch direkt an, hier im Haupthaus, oder ihr fahrt erst durch, also ihr fahrt dann hier den Weg lang und dahin geht es dann links rum. Ihr meldet euch dann hier im Haupthaus an, bei der Familie Papst, und dann fahrt ihr durch. Also in der Regel, ihr braucht euch nicht voranmelden, ihr kommt einfach vorbei. In der Regel findet sich immer ein Plätzchen. Wir haben jetzt schon relativ spät, ich habe mir den Zeitpunkt ausgesucht, weil hier dann nicht ganz so viel los ist. Da kann man besser filmen. Dem Häuschen hier kann man sich selbstgemachte Marmelade raussuchen und natürlich auch bezahlen, klar. Die Frau Papst bietet auch Wildschweinbratwürste an. Die sind top, die sind richtig lecker. Und wie ich mal sieht, auch Olivenöl und selbstgemachte Eilige. Ach ja, und Eier gibt es hier auch. So, hier gibt es das Café Flürsche. Kann man Events feiern, Firmen-Events, glaube ich, und Familie feiern, größere Nachvoranmeldung. Ich gehe da jetzt nicht hoch, das machen wir nicht. Ich sag, hier ist der Stall, da sind die Pferde drin und die Schafe sind weiter hinten, da können wir mal gucken. Hier große Grillecke. Steht hier in dem Eck, wo ich nicht ganz so auffalle. Also das ist der Stellplatz. Wir dürfen nicht nur Wohnmobile, sondern
Hier darf, glaube ich, auch gezeltet werden, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist alles vertreten, ganz dahin. Da, das sind wir. Busse, Dachzelte. Zelte im Moment sind keine da. Fahrzeuge passen, glaube ich, 15 Stück hier hin. Aber ich denke, wenn wir zusammen rückgehen am Meer. Hier drüben ist ein Bauwagen, den kann man mieten. Frischwasserversorgung ist hier. Ja, die Schilder sind leider mittlerweile nötig, weil sich die Leute teilweise nicht benehmen können. So, hier haben wir das Camperklo. Das ist kein Plumpsklo, das ist tatsächlich ein echtes Klo. Und Abwasser kann man hier entsorgen. Das ist einfach nur ein Loch und dann hier spült man seine Kassettentoilette aus. Mit dem Regenwasser, was hier aufgefangen wird. So, Fazit zu dem Platz. Wir kommen immer wieder gerne hierher. Kostet aktuell 8 Euro ohne Strom, 10 Euro mit Strom. Wie gesagt, August 2020. Da wird sich bestimmt noch was ändern am Preis. Oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ihr kriegt ja auch Produkte regionale. Ihr kriegt selbstgemachte Produkte vom Hof direkt. Das heißt Marmelade, das habe ich euch gezeigt in dem Lädchen. Ihr bekommt hier Olivenöl, der ist nicht selbst gemacht, denke ich. Dann bekommt ihr den Eierlikör, ihr bekommt hier die Eier von den Hühnern hier vom Hof. Ihr bekommt die Wildschweinbratwurst, die ist super lecker, die habe ich schon diverse Male gegessen. Ja, wie gesagt, auch eine tolle Wandergegend. Ihr könnt auch mit den Pferden reiten, ihr könnt hier Schafswolle kaufen. Also es ist ein sehr, sehr vielfältiges Angebot und der Platz ist auch einfach top. Klar, der ist nicht befestigt, aber das ist Wurst. Ich meine, wir kommen auch klar. Wir haben die Stützen unten und gut ist. Ja, Strom ist vorhanden, habe ich aber schon gesagt. Und die Camper-Toilette. Meine Frau, sag mal Hallo. Hallo. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, liken, ihr wisst Bescheid. Danke euch. Ciao.